Gesehen, ich wiege gerade 100 Kilo, habe mich selber ein bisschen überrascht, weil ich die letzten Tage eigentlich noch bei 98 war. Ja, so ein paar Schwankungen, denke ich mal, aber so in dem Bereich bin ich jetzt voll im Aufbau. Na gut, nicht voll, ne? Also ich versuche schon ein bisschen kontrolliert zu halten, aber ich zeige euch einfach mal, was ich esse. Also morgens trinke ich erstmal so einen Shake. Dann 500 Gramm Bananen. Mal 150 Gramm Whey. So, Training ist vorbei. Jetzt gibt's erstmal lecker Schlemmerfilet, also Fisch. So, also das gibt's gleich zu essen. Und ja, freue ich mich drauf. Aber erstmal, ich war ja heute schon trainieren. Und schauen wir mal. Das ist jetzt im Moment so das, was ich mache. So, also das ist praktisch Oberkörper 1, Unterkörper 1, ne? Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper. Und hier habe ich jetzt noch mal kurz erklärt, was ich gerade mache. Relativ simpel, für Squat und Bench. Tag 1 3x8 mit 70%, Tag 2 3x6 mit 75%, Tag 3 3x4 mit 80%. Der letzte Satz ist immer ein M-Rap-Satz, und je nachdem, wie viel ich in diesem M-Rap-Satz schaffe, wird dann erhöht. Das heißt, wenn ich eine Rap mehr schaffe als die davor, das heißt 2x8 und dann 1x9, wird um 2,5 Kilo erhöht. Wenn ich 3 Raps mehr schaffe, um 5, wenn ich 5 Raps mehr schaffe, um 7,5. Dann habe ich das hier oben auch so eingetragen, das heißt Montag 105 Kilo Bankdrücken, 2x8, 1x9. Das heißt 2,5 Kilo Steigerung. Und dann kommt das Krasse: Kniebeugen 145 Kilo, 2x8, 1x15. Das heißt, es sind sogar 7 Reps mehr. Das ist hier gar nicht aufgezeichnet. Ja, 7 Reps mehr. Harter Shit. Genau, 7,5 Kilo mehr. Ja. Ja, das heißt, das nächste Mal 152 Kilo, also Woche 2. Dann Bench, habe ich sozusagen, ja, 112, 2x6, 1x9. Das ist schon mal ganz gut, 3 Reps mehr, das heißt 5 Kilo Steigerung. Dann wieder Squat, 155, 2x6, 1x14. Auch richtig kranker Shit, wenn ich es richtig sehe. Mal kurz, 8, sogar 8 Reps mehr.
Ja, super heftig. Also Squat läuft. Trotzdem nur 7,5 Kilo mehr. Nächste Woche, ja, 162,5 mal 6. Dann heute, das war das, was heute dran war. Ja, Bench 120 mal 4. Wow, Fokus. Yep. Ja, und da habe ich 2x4, 1x9. 5 Reps mehr, auch super. 7,5. Also man sieht richtig, Bench lief gut. Ja, erste Bench 1 Rep mehr, zweite Bench 3 Reps mehr, ja, dritter Tag Bench sogar 5 Reps mehr. Also beziehungsweise am Montag habe ich noch mit 105 maximal 9 Wiederholungen geschafft. Wie heißt es? Am Mittwoch habe ich schon mit 112 Kilo 9 Wiederholungen geschafft. Und heute habe ich mit 120 Kilo 9 Wiederholungen geschafft. So kann man es auch sehen. Geht gut. Und morgen freue ich mich richtig drauf. Squat 165 Kilo. Mal 4 und dann, also 2 mal 4 und dann den letzten Satz. Mal gucken, wie viel ich da schaffe. Wenn ich da jetzt wieder irgendwie so 10, 11, 12, 13 Wiederholungen schaffe, dann gehe ich richtig ab, weil dann bin ich nämlich relativ sicher, dass ich bald 220 Kilo Kniebeugen kann. Ja. So sieht das aus. Guten Morgen, Leute. Es ist jetzt Samstag. Ich sehe vielleicht noch ein bisschen verschlafen aus. Aber eigentlich bin ich fit. Ich habe meinen Kaffee schon getrunken. Jetzt ist nämlich das Squat-Training dran, von dem ich gestern schon gesprochen habe. Ich habe das Ganze hier nochmal schön farblich angemalt, was ich euch gestern schon gezeigt habe. Nämlich sozusagen die Steigerung. Bei 7,5 Kilo habe ich das halt so orange gemacht, gelb und grün. Das heißt, ich habe nur beim ersten Bankdrücktraining nur eine Rep mehr geschafft und sonst habe ich immer 5 Reps mehr geschafft, 3 Reps mehr geschafft, 5, 5 bzw. mehr als 5. Ne, also das heißt 7,5 Kilo Steigerung, 7,5 Kilo Steigerung und hoffentlich schaffe ich heute auch wieder 7,5 Kilo Steigerung. Und ja, werden wir mal sehen. Da freue ich mich drauf und dann, ja, oh, Fokus. Los geht's.